Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Servus. Wir sind gestern dabei stehen geblieben, dieses Gruselschiff zu inspizieren und sind auf einen nicht ganz so gruseligen Gegner getroffen. Dieser behinderte Metroid-Brüter ist so wirklich Universal-Mini-Boss Nummer Uno. Ich frage mich, ob ich ihn irgendwie... Ernsthaft. Scharf. Dann hätte ich das ja auch noch gestern machen können. Wie nett. Nun gut. Wir haben so almost alle Energiezellen eingesetzt mittlerweile. Das hier sieht aus, als wenn wir damit... ja, komm schon. Komm, lass mich durch jetzt. Oh, das ist echt mies, Mann. Der hat den Arm... Ach, das war nur ein Weltraumpirat. Dem ist mir das egal. Geh weg jetzt. Haben wir es? Ist da irgendwas drin? Schnüffelt mein Itemsinn? Klingelt da irgendwas? Sieht nicht so aus. Gut. Okay. Also dann weiter auf der Valhalla. Energy Tank fehlt mir noch irgendwo. Und... ein Energy Tank und zwei Borg Missile Container wären ganz nett. Der Planet Aeta, Heimat der Luminoth, wurde vor 5 Dekaden von einem Phaser-Meteoriten getroffen. Der Einschlag hatte katastrophale Folgen für den ohnehin instabilen Planeten. Ein dunkler Zwilling und die barbarische Spezies der Ing entstanden. Es bahnte sich ein brutaler Krieg zwischen den beiden Planeten an, in dem die Ing schließlich die Oberhand gewannen. Die GFS Tyr sollte Aktivitäten der Piraten von einem Sektor untersuchen, wurde jedoch zu einer Notlandung auf der Aeta gezwungen. Kurze Zeit später wurde die gesamte Besatzung der Tyr von den Ing angegriffen und ausgelöscht. Daraufhin wurde die Kopfgeldjägerin Samus Aran zur Untersuchung entsandt und geriet in den lokalen Konflikt. Aran konnte sich im Gefecht gegen Weltraumpiraten und Ing durchsetzen. Der dunkle Aether-Zwilling verschwand mitsamt der Ing-Horde und der Frieden kehrte auf den Planeten zurück. Folge dieser Ereignisse entsandte die Föderation die GFS an Hur, um sich mit der Piratenbasis zu befassen. Nach ihrer Ankunft unterstützten Besatzung und Marines die hiesigen Luminoth dabei, den brachliegenden Minenkomplex der Piraten zu zerlegen. Während dieser Operation stieß die Besatzung auf Phazon. Das Team führte Untersuchungen durch und sammelte mehrere Kilogramm Erz. Dieser Fund führte im weiteren Verlauf zur Entwicklung der PID. Lebensform erlag inneren Blutungen infolge von Verletzungen durch Sturmgewehr, Nahkampfwaffe fehlt. Toter Pirat ist übersät mit Wunden, die von Sturmgewehren des Marines stammen. Sehr gut, Jungs. Leichnam weist zahlreiche Verbrennungen auf, die von Waffen der Phazon-Basis. Soldat wurde mit großer Kraft gegen die Wand geschleudert. Sein Genick ist gebrochen. Was ist das? Objekt war Teil der Energieerzeugung zur Versorgung der Aurora-Einheit des Schiffs. Datensicherungsterminal einsatzbereit. Zugriff auf Schiffssicherungsdaten erfordert Eingabe des richtigen Codes. Kriegen wir den irgendwo?
Dieses PDA-Modell ist unter föderiertem Personal weit verbreitet. Auf der Anzeige steht A. 78356. Danke. Das war einfach. 78356. Data log entry 24673. This will be the last communication of the GFS Valhalla. Moin. Our efforts to repel the space pirate holding force have failed. They have successfully removed the primary mounting structure around our stasis tank. It is obvious now that they intend to extract us from the Valhalla. Yep. It is vital that the Federation receive this transmission. Severing main power. A large bioform is creating a wormhole. Implant into. Sentient planet which is the source of all Phazon. Darkness coming. Brace yourself. Darkness is coming. Okay. Ja, und jetzt? Der Soldat wurde offenbar umzingelt, bevor er mit einem Nahkampfwaffe der Piraten aufgespießt wurde. Oh, scheiße. Das ist dann die fehlende Nahkampfwaffe von dem Kollegen dort hinten gewesen. Notversorgung erschöpft, Zugriff auf die Vorrichtung erfordert erneute Energieversorgung. Kriegen wir hin, wir speisen dich. Moment. Das hier ist... Oh, das ist ein... Oh. Das ist eine von den Piratenkapseln, die... Okay, cool. Ja, war schon klar. Okay. Also, Piratensprache. Gesichtskirmes. Schneeflöckchen. Visor. X. Kurzsequenz der Piraten erhalten. Also. The data you just acquired appears to be a Space Pirate Leviathan command code. Danke. It is likely that this code could allow us to control the Leviathan in orbit above the pirate home world. Das könnte sein. Find a way onto the Leviathan and use that code. Yes, ma'am. Uns fehlen trotzdem immer noch Gedönse. Doch noch irgendwo Zeug sein. Sniper Status. One shot, one kill, motherfucker. Okay. Dann lass uns doch den Rest von dieser Scheiße hier noch untersuchen. Na, will da rein. Grünes GFS-Türsystem, cool. Tür besitzt schwaches Energiefeld. Ja, yes, denke sehr. Was ist mit dir los? Pirat wurde offensichtlich rücklings angegriffen, sämtliche Bioenergie entzogen. Hm. Ja, warte mal, von was? Gib mir das, komm her jetzt. Soldat wurde mit einer Säbelklinge aufgespießt, bevor man ihn gegen die Behälter geworfen hat. Arme Sau. Na gut, weiter geht's. Pew, pew.
So, okay. Oh fuck, nein, diese Mistviecher schon wieder. Nein, geh weg, lass. Ah, behinderte, geh weg jetzt. Nein, aus, voll. Nein. Shit. Bleib draußen. So. Okay. Dann lass uns noch mal sehen, was wir hier noch alles reißen können. Oh, nicht dieses Ding schon wieder. Und die. Das alles. Schranz. Noch einer? Ja, das ist doch. Oh, nö. So. Okay. So, komm, plug in. Klick. Noch was? Ja. Hey, hey. Hi. Ey, was? Hey, bleib hier. Na, toll. Danke auch. Erklärt immer noch nicht, wo unser scheiß letzter Energy Tank ist. Weil mit dem Mist hier... Fuck, wie komme ich jetzt hier überhaupt? Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Das Ding hat sich ja jetzt nach oben gesetzt. Oh, scheiße. Hi, Kumpel. Hey, bleib hier mit dem Ding. Der rennt von mir weg. Bleib hier. Danke. Container für Bordmissiles erhalten. Und wir kommen dann ganz lässig wahrscheinlich wieder eine Etage tiefer raus. Ja. Ja. Ich will da nicht unten rausfallen. Hier geht's weiter. Ist hier mein letzter Energy Tank irgendwo? Das war's? Ernsthaft? Das war's? Das ist doch Mist! Wo ist mein letzter Energy Tank, verdammte Axt? Mir fehlt jetzt echt ein Item. Jetzt zwei. Zwei? Das sind 10 Bordmissiles. Mir fehlen 2 Items. Shit. Verdammt. Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt scheiße. Nun gut. Ich schätze... Moment. Ist das hier richtig? Ja. Ich schätze, wir machen dann doch einen Schnibbelpart.
und werden uns die letzten beiden Items in diesem Schnibbelpart holen, weil ich wirklich keinen Clou habe, wo der ganze Mist ist. Werde dann die Scans noch nachholen im selbigen Schnibbelpart. Und dann werden wir in einer letzten großartig angelegten Offensive die Codes für diesen Leviathan benutzen. Und dann sind wir ja schon so weit. Dann können wir das Ding ja benutzen, um ein Wurmloch zu erzeugen. So. Okay. Auf jetzt. Frag mich echt, wo unser letztes Zeug rumhängt. Kann ja nicht wahr sein. Energiezellen habe ich alle geborgen und benutzt. Ja. Yeah. Mhm. Bordspeicherstation. Why not? Und Bonus Credits. Ja, die kann ich ja nur leider nicht mehr verschicken. Die blauen gibt's für Scans. Steht hier gar nicht richtig, oder? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Oh gut. So, unsere Datenbank. Typisierungen. Galaktische Föderation fehlen sogar zwei. Wow. Bryo. Himmelsstadt ist alles. Weltraumpiraten fehlen vier. Phasern fehlen noch ein paar. Hauptgegner fehlen noch was, aber wir haben ja noch einen Endboss vor uns. Erforschung. Und die Berichte hinterher noch. Da fehlt sogar einiges. Verdammt. Na gut. Okay, Leute, dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Ich werde den Schnibbelpart demnächst designen. Ihr könnt natürlich immer gerne liken, abonnieren, kommentieren, teilen, ganz wichtig. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf unserem Kanal und oder YouTube. Auf unserem Kanal könnt ihr natürlich auch noch Marlek oder Korinators Projekte angucken. Letzterer ist ja mittlerweile mit seinem PC wieder am Start und kann wieder für euch Alien und Tomb Raider zu Ende machen. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Und abgesehen davon, wir sehen uns dann demnächst. Ich hoffe morgen. Mal sehen. Okay, also Leute, bis denn dann. Blank out!